Ja, da war sie weg, die Stimme. Schnell mal räuspern, wenn wir heißer sind und dann ab ins nächste Meeting oder die endlose Diskussion mit den Kids zu Hause. Bis wir vielleicht dann wirklich gar keinen Ton mehr rausbringen. Welche Kleinigkeiten und auch großen Fehler wir mit unserer Stimme machen und wann das Ganze tatsächlich ungesund wird, dazu fragen wir heute einen Spezialisten, der sich damit auskennt. Frank, ich habe schon das gemacht, was man gar nicht machen darf. Ne? Das darf man eigentlich nicht. Das ist ein Fehler. Kannst du vielleicht gerade mal erklären, warum das so ist? Und was machen wir denn sonst noch im Alltag, was uns gar nicht so schlimm vorkommt, aber doch tatsächlich für die Stimme eine große Herausforderung ist? Es ist so, dass beim Räuspern, was wir halt gerne mal machen, im Prinzip die Schleimhäute gereizt werden und dann halt noch mehr Schleim produzieren und wir dieses in so ein Hamsterrad kommen, dann immer wieder räuspern müssten. Sinnvoll ist es, wenn man in dem Moment halt wirklich richtig kräftig mal hustet, dann halt hinterher schluckt und dann halt so ein bisschen die Stimmbänder oder den ganzen Apparat halt befreit von diesem Schleim. Es ist so, dass es halt einfach gern gemacht wird. Man will ja nicht unhöflich sein. Man spricht mit jemand, sitzt dabei oder im Büro gegenüber und dann will man nicht immer mal ein bisschen kräftiger husten. Und das ist halt ein Problem, dass man dann halt aus Anstandsgründen dann einfach... In Zeiten wie diesen noch viel weniger, da will man gar nicht husten. So im Alltag machen wir dann halt so Sachen, zum Beispiel gerade, wenn man aufs Büro wieder zurückkommt, dass wir im Büro dann halt einfach auch gegen Lärm sprechen, dass wir im Prinzip halt uns nicht vorbereiten, wenn wir sprechen, dass wir dann vielleicht nochmal einen Schluck Wasser trinken. Das heißt, Stimmhygiene ist halt ganz wichtig. Das heißt, dass man guckt, bin ich verschleimt, bin ich erkältet, dann sollte ich auch mal zurücknehmen, mich mit der Stimme, dann halt vielleicht auch gewisse Sachen nehmen, zum Beispiel Salbei, nicht andere Sachen, die halt immer wieder angeboten werden, wie mit Pfefferminz, die dann noch mehr austrocknen. Also wichtig ist, dass man da halt einfach auch so ein bisschen Gefühl kriegt, was ist mit meiner Stimme, wie geht's mir heute und was kann ich tun? Auch so ein Klassiker, ich habe das ja in meiner Gesangsausbildung gelernt, als ich heiser war, habe ich dann angefangen, so ganz leise zu reden und zu flüstern. Und dann hat sich meine Gesangslehrerin furchtbar aufgeregt und hat gesagt, das ist ja das Schlimmste, was du machen kannst. Genau. Ist das so? Und vor allem, warum ist das so? Das ist so, dass im Prinzip ja die bei dem Flüstern ja die Stimmbänder ja gar nicht richtig bewegt werden. Das heißt, ist im Prinzip dieser Apparat wird ja beim Flüstern nur halb in Gang gesetzt, als würde ich ein Bein heben und würde das nicht richtig heben und falle dann über eine Stufe drüber, wenn man das mal vergleichen darf. Aber so, man sollte halt Flüstern vermeiden, auf keinen Fall. Man sollte halt schon kräftig sprechen und die Stimme nutzen, damit es halt einfach im Prinzip in Gang bleibt und dann halt dementsprechend wieder sich verbessern kann. Das ist ja auch, wenn man erkältet ist, oder hat sie auch immer gesagt, lieber ganz die Klappe halten, als ein bisschen versuchen zu sprechen. Aber es ist auch gerade heute jetzt so, in unserer heutigen Zeit, wir müssen so wahnsinnig viele Meetings gerade machen. Man hat das Gefühl, seit Homeoffice da ist, haben wir noch mehr Calls, noch mehr Meetings und am Abend ist die Stimme irgendwie wirklich durch. Gibt es irgendwas, was wir tun können, um mal, naja, eine Schadensbegrenzung zumindest hinzubekommen? Also wichtig ist auf jeden Fall, dass man ab und zu mal in die frische Luft geht, dass halt im Prinzip halt diese Raumluft dann halt wegfällt, dass man dann halt mal durchatmen kann, dass man dann halt die Stimmbänder immer wieder befeuchtet, dass man halt immer mal wieder einen kleinen Schluck Wasser trinkt. Da sollte es auch bei Wasser bleiben, weil das halt für den Stimmapparat am besten ist. Kamille und Pfefferminz ist gar nicht gut. Gar nicht gut, ne? Gar nicht gut, weil das halt einfach die Schleimhäute austrocknet. Also wenn jemand dann halt sowas trinken will, dann soll er halt einfach Salbeitee trinken oder halt Cola geht auch oder andere Sachen, aber kein sagen wir mal, Pfefferminz oder Kamillen, weil das halt schon austrocknet. Und man sollte halt schauen, dass man, sagen wir mal, konzentriert, wenn man ein Meeting ist und kommt dann zur Rede oder man will was vortragen, dass man dann sich konzentriert auf die Sache, weil bei jeder Ablenkung bin ich nicht voll mit dem ganzen Körper, mit der Atmung und so weiter bei der Stimme und das kann natürlich der Stimme auch schaden, weil man sollte schon sich dann auf die Stimme konzentrieren. Wenn ich jetzt nicht nur aus so einer Meeting-Marathon-Situation raus mal Probleme mit der Stimme habe, sondern grundsätzlich, was bei mir nicht gut klingt, dann habe ich mir ja im Normalfall was Falsches angewöhnt. Was kann man sich denn so falsch angewöhnen? Und wo muss man wirklich sagen, muss man dringend auch mal zum Logopäden? Woher weiß ich dann, wann es kritisch wird?
Man kann sich angewöhnen, dass man im Prinzip halt die Stimme falsch nutzt. Das heißt, da gibt es die mittlere Sprechstimmlage, die zu mir passt, die zu meiner Größe meines Kehlkopfs, meiner Stimme passt. Es gibt bei Männern immer mal Leute, die dann sich halt eine dunklere Stimme antrainieren, weil sie halt cooler klingen würden, was aber schlecht für die Stimmbänder ist. Das heißt, man geht hin und sagt dann, als würde ich am Telefon ganz gelangweilt jemand zustimmen. Dann komme ich auch in die mittlere Sprechstimmlage, die sehr ökonomisch für mich ist, und kann dann aus dieser Sprechstimmlage dann halt wunderbar sprechen, was sehr ökonomisch und schonend für meine Stimme ist. Dann ist es so, wie ist es mit der Atmung bei der Stimme? Das heißt, wenn ich keine freie Atmung habe beim Sprechen und dann halt gepresst spreche, dann ist es klar, dass halt einfach die ganze Sache nicht frei schwingen kann. Und dementsprechend gibt es dann irgendwann Verkrampfungen und Verspannungen dann auch im Muskelapparat des ganzen Kehlkopfs. Und da sind halt über 52 oder noch mehr Muskeln, die im Mann dann halt eine Rolle spielen und die dann halt einfach die Stimme dann halt auch bilden. Andere Sache ist noch, wenn Menschen dann halt über längere Zeit, über Jahre lang, was halt oft bei Lehrern und Erzieherinnen vorkommt, gegen Lärm sprechen müssen, weil und da halt nicht angepasst sprechen können, weil es halt beruflich einfach notwendig ist oder in Montagehallen oder sonst was, dass die dann halt über Jahren dann, sich Knötchen auf den Stimmbändern bilden können oder dass sie dann halt einfach so weit sind, dass sie dann halt auch operativ dann dementsprechend was gemacht werden muss, die dann organische Schäden da im Stimmapparat haben. Also wenn es dann wirklich unangenehm wird, lieber mal einen Logopäden aufsuchen im Zweifel und mal schauen, ob da wirklich alles in Ordnung ist. Hast du zum Schluss noch so ein Lifehack, weil gerade das Thema Homeoffice, gefühlt sitzen wir doch mehr, weil sonst ist man mal beim Gang zum Kollegen und ach, die Kaffeeküche war ja auch ganz attraktiv. Hat man irgendwie über die Sitzposition und Haltung nochmal so ein bisschen eine Chance da nachzujustieren? Ja, auf jeden Fall. Also wenn jemand sitzen muss, dann sollte er sich auf den Hocker setzen. Das heißt, im Prinzip halt gucken, dass der Oberkörper gerade ist, dass man halt auch die Rückenmuskulatur, die Brustmuskulatur nutzt und nicht in so einer schlaffen Haltung dann hinsetzen, was halt auch nicht unbedingt gut ist für die Stimme. Und wenn es geht, halt ab und zu mal hinstellen und im Stehen sprechen, weil das Stehen schon im Prinzip halt für die Stimme sehr gut ist und halt einfach auch bewegen beim Sprechen. Das heißt, so immer fest zu stehen ist nicht unbedingt gut fürs Sprechen. Und das sieht man bei dir wunderbar, wie so eine sanfte Bewegung auch immer gut tun kann beim Sprechen. Also einfach mal aufstehen. Jetzt guckt ja auch meistens keiner zu, wenn man spricht, es sei denn, man ist über Video drin, also gerade beim Telefonieren, mal rumlaufen, mal bewegen, das tut auch gut. Wer noch mehr Tipps will, vor allem wirklich kleine Übungen, wie man die Stimme besser schonen kann und natürlich auch, wie man große Fehler vermeidet, der sollte unbedingt hier unten auf Abonnieren klicken, den Kanal abonnieren, denn wir haben noch weitere Videos mit Frank hier bei Fachingen TV und ich sage schon mal für den Moment vielen, vielen Dank und versuche mich jetzt einfach erstmal nicht mehr zu räuspern. Vielen Dank. Danke auch.